Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns heute in der Nähe von Bad Neuenahr und wir gehen die Rundtour Nummer 10 rund um Kirchdaun und den Scheidskopf. Die Strecke ist 8,6 Kilometer lang und es geht ungefähr 170 Höhenmeter hoch und runter. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Runde ist, dann bleibt dran. Wir sind am Hexenhäuschen und auch bei der Hälfte der Strecke und kommen daher zum Zwischenfazit. Ja, es ist bisher eine sehr idyllische Landschaft, die etwas untypisch für das Ahrtal ist. Es ging jetzt recht viel durch den Wald. Es gab keine großen Highlights, aber es ist schön zum Gehen. Ja, und wir haben momentan so ein etwas wechselhaftes Herbstwetter hier an diesem Wochenende erwischt und deswegen sind wir heute eher so am späten Nachmittag losgegangen. Das wird also nachher eventuell ein bisschen knapp mit der Helligkeit. Aber der Vorteil ist, die Sonne lässt sich ab und zu mal so ein bisschen durch die Bäume blicken und deswegen können wir eigentlich sagen, dass wir heute eine schöne Zeit erwischt haben, hier loszugehen, denn heute Morgen hat es noch in Strömen geregnet. Da sind wir auf jeden Fall froh, dass wir hier die Tour im Trockenen genießen können. Ja, eigentlich wäre jetzt auch Zeit für das Bier, aber ich habe das Bier leider zu Hause vergessen. Und da habe ich gedacht, weil wir am Hexenhäuschen sind, dann hexe ich uns jetzt einfach mal das Bier herbei. Also, 1, 2, 3, das Bier kommt jetzt herbei. Hex, Hex! Das hat ja super geklappt. Dann können wir jetzt auch unser Bier genießen. Den Flaschenöffner habe ich nicht vergessen. Genau, und nachdem wir beim letzten Mal oder bei einem der letzten Male ein leckeres Fiege hatten, was ja aus Bochum kommt, haben wir heute mal ein anderes Bier aus dem Ruhrpott, und zwar das gute Stauder aus dem schönen Essen.
Ja, in diesem Sinne. Genau. Und dann auch liebe Grüße an meine Arbeitskollegin Carina. Wir hoffen, dass es deinem Knie bald wieder besser geht und du auch wieder richtig wandern kannst. Also alles Gute für dich. Auf dich, Carina. Prost. Ja, ist wirklich sehr, sehr angenehm zu trinken, sehr süffig, sehr mild. Ne? Um es genau zu sagen, es ist hier das helle Bierchen von Stauder. 5,2% hat es. Und ja, ich muss wirklich sagen, ist ein bisschen fruchtig sogar. Ne? Genau, also ich finde es sehr süffig. Ja. Bei hellen Bieren hat man ja auch gerne schon mal so etwas Säuerliches. Das könnte ich jetzt hier gar nicht sagen. Ne? Das ist wirklich mild, fruchtig, süffig. Geht ganz angenehm runter. Also ist wirklich sehr, sehr schön. Also ich muss wirklich sagen, wir haben jetzt die letzten Male mit den Ruhrgebietsbieren wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ne? Also egal, ob jetzt das Fiege oder hier das Stauder. Aber gibt natürlich auch noch andere leckere Biere, aber muss ich wirklich sagen, alle sehr, sehr lecker. Ne? Also, kann man empfehlen. Ja, dann würde ich sagen, trinken wir es jetzt in Ruhe aus und machen uns gleich auf den Weg zur zweiten Hälfte. Wir sind am Ende der Wanderung und kommen zum Fazit. Es war eine kurze Wanderung, die überwiegend durch den Wald geführt hat. Es gab aber auch ein paar Wiesenabschnitte mit schönen Aussichten. Als Tipp hätten wir für euch, dass ihr euch festes Schuhwerk anzieht. Nicht, weil der Weg jetzt besonders schwer zu gehen wäre, sondern gerade so diese Landwirtschaftswege, wo die Traktoren fahren, da war relativ tiefer Schlamm, damit ihr da nicht einsinkt, wäre das vielleicht eine gute Idee. Ansonsten gibt es auf dem Weg auch noch eine Straußenfarm. Da wurde uns gesagt, dass es da auch noch eine Einkehrmöglichkeit gibt. Und dasselbe gilt auch für den Schluss, da ist noch ein Golfplatz. Da könnt ihr euch ja auch mal informieren. Ja, nicht so gut gefallen hat uns gerade, dass in der zweiten Hälfte nicht mehr so viel Abwechslung da war. Das war ein bisschen monoton und hat sich ein kleines bisschen gezogen. Und dann gab es jetzt insgesamt nicht so viele Highlights. Ja, das ganz große Highlight dieser Tour, wenn man das so nennen möchte, das waren für uns eigentlich die Aussichten, die man zwischendrin hatte. Und dann ein kleines Highlight für uns noch, das Hexenhäuschen auf Mitte des Weges. Das war ganz nett gestaltet. Unter dem Strich bekommt die Tour daher von uns 5 von 10 Punkten. Und wie immer nicht vergessen, Abo, liken, kommentieren, werden wir mit einem Herz quittieren.